einem zünftigen Trainingslager gehört natürlich auch eine zünftige Königsetappe. Wir fahren hier gerade mit 5 Männern Richtung Palma. Die 5 Männer, das sind Carsten, Manuel, Heiko, Sascha und ich. Und wir wollen heute den Küstenklassiker fahren. Den kenne ich selber noch nicht. Von Alcudia geht es erstmal nach Palma. Wir fahren hier gerade so mit 36 km/h Rückenwind gepusht durch die Landschaft. Dann geht es um Palma rum, nach Antratsch. Da gibt es das zweite Frühstück und dann geht es in die Berge. Palma haben wir ganz gut hinter uns gelassen. Es war ein ziemlich zähes Gewusel durch die Stadt, vorbei am Fußballstadion, ansonsten nicht so sportlich, oft stehen bleiben und so weiter. Und jetzt sind wir noch so ein bisschen oberhalb der Küste und schlängeln uns am Wasser lang gleich nach Antratsch. Mir geht's gut. Wetter macht gut mit, Truppe macht Spaß, läuft gut. Wir hoffen, dass heute Abend auch noch so aussieht. Ja, geil. So, Heiko, wie ist die Stimmung? Gut, freut mich. Gleich geht's los in die Berge. Was hast du bestellt? Mandelkuchen, wie man so macht auf Mandel. Cappuccino, großes Wasser. Sehr gut. Ja, 90 Kilometer haben wir in den Beinen. Wir sind am Port Antratsch und ich glaube, ich bin der Einzige, der nicht weiß, was uns jetzt hier erwartet. Ich glaube, die anderen sind das alle schon gefahren, aber ich habe mich denen angeschlossen und eigentlich genau das gleiche bestellt wie die. Kuchen, Kaffee und viel Wasser. Weiter geht's gleich. Die Beine, Sascha? Die Beine sind noch spitzenmäßig. Wir haben vielleicht noch 140 Kilometer. Geh nur noch bergab. Thank you.
das gute Stück. Wir sind hier am Col de irgendwas. Ich habe sie schon nicht mehr gezählt, die kleinen fiesen Antritte hier. Ja, es geht auch noch wieder ein Stück weiter da vorne bergauf. Ja, noch so 90 Kilometer bis zu Hause. Das wird noch ein richtig langer Ritt heute. Aber die Stimmung ist super. Die Trikottaschen sind nicht mehr ganz so voll. Da ist schon einiges rausgegessen. Und ja, jetzt kommt gleich die Abfahrt nach Soler. Glaube ich zumindest. Ich hoffe nicht, dass es noch mal weiter hoch geht. Und dann wartet das dicke Biest, der Peach Major. Jo, wir haben uns hier glaube ich schon so zwei geteilt, oder drei geteilt. Heiko. Ja, ich glaube, es ist Heiko da vorne. Der gibt gerade das Tempo vor. Und ja, alle anderen reihen sich dazwischen auf. Und Manuel und ich, wir hängen hier so ein bisschen hinterher. Naja, aber wir haben Spaß. Weiter geht's. Ja, geil. Lass mir kurz den Dienst machen. Prosciutto. Brötchen. Ah, hier. Guck mal hier, Osterhasen. Das bringt jetzt die Power für oben. Ich hoffe, ja. Ja. Damit du mich nicht abhängst. Hier. Alles für dich? Ja. Na nee, das bringe ich nicht alleine. So, das muss mir jetzt hier über den Bitch helfen. Schoko.
Hallo. Serrano-Schinken. Mit Tomatos. Ja, schon sind wir mittendrin in der langen Steigung zum Pitch Major. Knapp 13 Kilometer geht es jetzt konstant bergauf auf, ja, ich weiß gar nicht, wie viel genau Höhenmeter. 800 und irgendwas, glaube ich. Vor mir fährt gerade Manuel in den Graben. Da ist er schon wieder raus. Ganz vorne macht Heiko die Pace. Lass den Manuel folgen. Und Sascha und ich, wir sammeln die Leute gleich ein. Oder Sascha? Auf jeden Fall. Sogar mal ein richtiges Bier zum Abendessen. Ich glaube, das schaffen wir, bis das Buffet zumacht. Ja. Ah, ja. Jo, so. Wieder ein paar Meter zum Erholen hier. Und dann die letzten fünf nach oben. Auf geht's, Sascha. Jetzt sind es noch knapp 2 Kilometer nach oben. Hier im Tramuntana-Gebirge bis zum berühmten Tunnel. Dem höchsten Punkt, den man hier erreichen kann mit dem Rad. Der Pitch Major Sperrgebiet, militärisches Sperrgebiet, da kommen wir nicht hoch. Aber das finde ich heute auch gar nicht so schlimm. Wenn wir die 2 Kilometer geschafft haben, geht es eigentlich nur noch bergab. Ein paar kleine Steigungen noch zwischendurch, aber dann haben wir es. Zumindest den größten Teil der Arbeit geschafft auf dieser Königsetappe. So, wo ist denn Manuel? Manuel, sehe ich dich noch? Da ist Manuel. Ja, wir schaffen das. Geschafft. Guck mal, hier klebt alles vor Gel. Ja. Manuel, du Held! Ja. Geschafft, wir sind oben. Wir haben es geschafft. Jetzt warm anziehen und wieder runter, ne? Ganz genau, runter geht schneller. Wo ist Sascha? Oh, hat Sascha noch erwischt? Ja. Da warten schon die Bergziegen. Chaka. Oh, ja. Heiko. Chaka. Gut. Sascha kommt auch. Oh, der hat es mal schon richtig im Stecker. Sascha, du Held. Akku leer. Akku leer. Ja, kann doch die Bananen schneiden. Ja. Im letzten Licht, Tageslicht, kann schon nicht mehr sprechen. Mit dem letzten Rest Tageslicht rollen wir hier nach Polenza, nein, nach Alcudia, da wohnen wir.
Also mit dem letzten Rest Tageslicht rollen wir nach Alcudia ein zum Safiro Hotel. Königsetappe geschafft nach 218 oder ein bisschen Kilometern. War am Ende ein ganz schön langer Ritt. Ganz schön frisch war's, aber ja, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Richtig nach vorne gebracht. Tolle neue Ecken von Mallorca gesehen, die ich so noch nicht kannte. Also, ja, so kann ein Trainingslager zu Ende gehen. Und jetzt freue ich mich auf Dusche und Essen. Und zwar von beiden nicht zu wenig. Ah, ein Kreisel noch und dann sind wir da. Zieltor. Sag das nochmal ganz laut in die Kamera. Ich fühle ein frisch geficktes Eichhörnchen. Wie fühlt ihr euch? Mir geht's gut. Bis auf den Hintern. Der Nerv. Ganz wirklich in den Sohn. Mixer. Ja. Ja.